Vielen Dank für die Einladung. Ich habe das schon einmal gesagt, nach so einer Einleitung ist Woody Allen in New York auf die Bühne gegangen, hat dann kurz hinuntergeschaut und hat dann gesagt, jetzt bin ich selbst neugierig, was ich gleich erzählen werde. Ich hoffe, du hast da jetzt nicht irgendwelche Erwartungen geweckt. Möchte mich bedanken. Ich finde das für mich ist das mit Abstand der netteste Ort, in dem ich je einen Vortrag gehalten habe. Ich finde das ganz großartig, schon allein beim Einrichten, wo werden wir wie projizieren, Leinwand hin und her, war so eine gute Stimmung, möchte mich bei Ihnen wirklich bedanken. Alles war flexibel, hängen wir ein Bild ab, nein, hängen wir das Bild hinauf. Es hat alles so eine herrliche Stimmung gehabt und das macht wirklich große Freude. Was ich heute Abend machen möchte, in den nächsten 30 Minuten, mit Ihnen eine Reise durch das, was gerade in der Medizin passiert und was in dieser Konvergenz des Digitalen mit der Biotechnologie, von dem ich glaube, dass das im Augenblick der Beginn einer wirklichen Revolution ist. Vielleicht eine erste Anleihe, ich hoffe, es können alle sehen. The Evolutionary Revolution is coming. Und hier ist das ein Buch, geschrieben von Lawrence Burns, jenem Mann, der bei Google dafür verantwortlich war, das Google-Auto, das Selbstfahrende, zu entwickeln und der sich 10 Jahre damit auseinandergesetzt hat und eigentlich am Beginn das erlebt hat, was viele heute auch in der Medizin angenommen haben, nämlich, das klingt so futuristisch, ob das je etwas wird, das wird sicher nichts werden, das ist zu komplex, das ist zu kompliziert. Also autonomes Fahren, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das war der Beginn. Und das hat für mich etwas sozusagen zu tun mit der Haltung, die auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen derzeit noch in der Medizin haben, verkennend, welche Entwicklung gerade stattfindet. Wer hätte das vor einigen Jahren für möglich gehalten, dass derartige Roboter sich so bewegen können, Hindernisse nehmen können und dass das in dem Sinn überhaupt kein Problem sein wird? Wenn wir jetzt diesen Roboter weiterziehen, dann sehen Sie, und ich werde es aus Zeitgründen dann einzeln darauf eingehen, was sich gerade dramatisch entwickelt. Bei den nächsten Folien, die ich Ihnen zeige, darf ich mich bei Charlie Pall, der da ganz hinten links im Eck sitzt, von Google bedanken. Das sind Zahlen, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, um ein bisschen auch die Dimension zu zeigen und aufzumachen, was bedeutet das. Einer von 20 Anfragen sozusagen, Gesundheit, wenn nicht von mir, von wem dann, oder? Wenn nicht von mir. Motto des heutigen Abends, wir ändern das Motto. Einer von 20 Suchanfragen, das klingt so, das ist eigentlich überraschend wenig, wäre die erste Reaktion, nur einer von 20. Wenn man sich das in der nächsten Zahl anschaut, da reden wir von 40 Milliarden. 40 Milliarden Anfragen, das ist, es gibt auch, man glaubt es kaum oder nicht mehr, es gibt auch andere Suchmaschinen noch. Noch gibt es andere, aber das sind die Zahlen, die man von Google kennt. Und wenn man dann weitergeht, dann sieht man, dass 95% der Consumer sozusagen online Informationen sich suchen, aber dass das nicht nur sozusagen über die Suchmaschinen ist, sondern mittlerweile jeder dritte oder dritte Amerikanerin sozusagen einmal im Jahr eine Suchanfrage stellt, wenn es Gesundheitsthemen betrifft, dass auch diese sozusagen eigentlich unfassbar ist, was das an Zahlen bedeutet. Und das geht natürlich nicht nur im Text. Mittlerweile wissen wir das von YouTube und anderen Dingen, Informationen, Instagram. Ich erlebe das in meiner Welt oder auch im amerikanischen Bereich, dass viele Leute ja gar nicht mehr direkt zu Google gehen, sondern wenn sie etwas Medizinisches wollen, sozusagen gleich auf YouTube gehen. Da kann man sich das gleich anschauen. Wie wird die medizinische Versorgung durchgeführt oder was bedeutet das, ob es jetzt eine Verletzung ist, die man sich zugefügt hat, wie auch immer. Und jetzt wird es noch spannender. Man würde annehmen,
dass eigentlich, gut, wenn ich ein Symptom habe, dann ist es für mich nachvollziehbar, dann gehe ich ins Internet, Bauchweh, Blähungen, Aufstoß und versuche mir erste Informationen zu besorgen. Wenn Sie aber hier schauen, sind das sozusagen 70% derer, die Symptome haben, stellen diese Anfrage, aber die Kaskade geht weiter. Das hört jetzt ja gar nicht auf, sondern bevor ich zu meinem Arzt gehe, und ich erlebe das bei den jüngeren Patienten und Patientinnen bei mir in der Ordination, viele informieren sich bereits vor dem Arztbesuch und kommen schon mit einem gewissen Wissen, und ich erlaube mir das, vielleicht haben wir Zeit in der Diskussion, Unwissen, auch zu einem Großteil auch verängstigt, weil sie die Informationen nicht in den entsprechenden Kontext einbinden können. Aber dann geht es noch weiter. Total spannend. Nach der Ordination, amerikanische Daten, 84% gehen, nachdem sie beim Arzt waren und eine Information von ihrem Arzt bekommen haben, wieder ins Internet und schauen sich an, das hat er mir erzählt, ist das richtig? Und wenn man es weitermacht, Consideration, 61% gibt es Alternativen zu der Empfehlung, die mir mein Arzt gegeben hat. Man könnte sagen, das, was die österreichischen Ärzte gar nicht mögen, Second Opinion, dass man sich das holt. Ja, wir sind noch in der Eminence-Based Medizin in Österreich und wollen das nicht. Und wenn wir dann ins Letzte hineingehen, 64% Switching sozusagen, was kann ich noch machen? Das geht dann auch aus der reinen Schulmedizin raus, sozusagen komplementär, Alternativmedizin, andere Möglichkeiten, andere Methoden. Also eigentlich unglaublich, was das sozusagen bedeutet. Und wenn man sich das hier anschaut, bei mir hat man sozusagen, als ich im Studium begonnen habe, gesagt, die medizinische Wissenshalbwertszeit, die ist etwa 10 Jahre. Im weiteren Verlauf meiner Karriere ist das auf 7, dann auf 5. Mittlerweile sind wir unten auf 2 Jahre Wissenshalbwertszeit für uns Ärzte des Wissens. Aber was Sie hier sehen, das Global Volume of Healthcare Data is doubling every 18 months. Und die Daten werden ja immer größer, aber sie verdoppeln sich trotzdem alle 1,5 Jahre. Das ist eigentlich unglaublich. Und hier ein Spruch von Bertrand Russell, der mir wirklich gut gefällt, den man sich immer wieder selber stellen sollte. Wenn man etwas sozusagen glaubt, das ist in Stein gemeißelt, ist das so und ist es nicht Zeit, Dinge zu hinterfragen? Und das, was ich auch so ein bisschen heute Abend mit Ihnen machen möchte, ich möchte Ihnen Fragen stellen, dass Sie sie für sich mitnehmen. Ich werde sie sicher nicht beantworten können, wenn Sie sie mir zurückspielen wollen nachher. Was ist die Definition von Gesundheit? Kennt jemand von Ihnen die derzeitige WHO-Gesundheitsdefinition? Niemand? Ja? Ja, 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 genau. Ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Das ist die gängige WHO-Gesundheitsdefinition. Wenn Sie sich das noch einmal vor Augen führen, ist irgendjemand von Ihnen in diesem Raum derzeit gesund? Okay, jetzt kommen wir zurück, oder? Zu dem Bild von vorher. Deswegen glaube ich auch, ist es angebracht, solche Dinge zu hinterfragen. Und ist es nicht Zeit für eine völlig neue Definition, was Gesundheit ist? Weil sich die Dinge derart verändert haben, aber das auch durchaus gesellschaftliche Implikationen hat, auf die wir noch eingehen können. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Herausforderungen. Wenn man sich das anschaut, das ist auch wieder eine Tochter von Alphabet, also gehört zur Google-Familie, sozusagen, we are tackling aging. Da könnte man meinen, ja, okay, das haben schon viele versucht. Es gibt viele Experimente, aber es gibt auch einige, über die man genauso gelächelt hat. Ich darf Sie erinnern an den Flugpionier Charles Lindbergh, der 1930, als er älter wurde und auch krank war, mit der Idee kam, davor, glaube ich, war es nur noch Leonardo da Vinci, der das gemacht hat, der gesagt hat, eigentlich versteht er nicht, warum man seinen Kopf in dieser Form nicht bewahren kann und es eine Maschine gibt, die seine Lungenfunktion wahrnimmt und eine Maschine gibt, die seine Nierenfunktion wahrnimmt. Und damals haben alle gelacht und gesagt, na gut, über den Atlantik ist er gut geflogen, aber jetzt
jetzt nähert er sich der Demenz und das ist ein Schwachsinn. Sie wissen, heute gibt es kein Spital ohne eine Herz-Lungen-Maschine, ohne eine künstliche Dialyse. Er war offensichtlich in seinen Gedanken den Dingen voraus, daher sollte man das durchaus ernst nehmen. Und wer Google kennt, weiß, dass sozusagen Time Magazine hat einen Cover gemacht, Can Google Solve Death? Und dazu gibt es einen Spruch von Larry Page, den Weg zu großen Zielen kann man nicht mit kleinen Schritten machen. Ich denke mir, das wäre was für die österreichische Politik. Da sollte man auch manchmal diesen Mut haben, dass es große Schritte braucht, wenn man wirklich große Dinge angehen möchte. Aber hier auch interessant für Sie, und ich komme dann auf Zahlen, was da an Geld investiert wird. Natürlich glaubt keiner von Ihnen, dass wir den Tod abschaffen können, aber allein, dass ernsthafte Menschen, die hochintelligent und erfolgreich sind, Milliarden dafür verwenden, die besten Wissenschaftler der Top-Universitäten zu versammeln und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sollte Ihnen zeigen, dass wir wirklich an einer Zeitenwende stehen. Das Zauberwort für heute Abend ist Konvergenz. Das Verschmelzen von Biotechnologie mit Informationstechnologie. Und wenn ich Sie ein bisschen, sind hier Mediziner im Raum, ich glaube 2, 3 habe ich gesehen, hoffe, die werden sich nicht langweilen. Ich möchte Sie ein bisschen in eine Welt hinausführen, ganz kurz, die nicht direkt im Digitalen ist, nämlich in der Biologie. Am Beginn des Lebens, er schaut, glaube ich, sonst ein bisschen schmäler aus. Er ist noch nicht krank oder sie ist noch nicht krank. Es ist eher die Bildverzerrung hier oben. Aber was Sie da sehen, sozusagen, was wartet? Obesity, Fettsucht, Cancer, Krebs, Asthma, Parkinson's Disease, was wartet hier auf einen? Wie weit sind wir? Wollen Sie Ihre Zukunft wissen? Wollen Sie, dass die Kinder bei der Geburt es wissen? Nein? Glauben Sie, kann man vieles schon definieren? Okay, es ist relativ einfach geworden. Im Jahr 2000 wurde von Craig Venter das Genom, die menschliche Gensequenz, analysiert. In Wahrheit war es nichts anderes als die Definition des Alphabets, weil gelesen haben wir damit erst in den letzten 19 Jahren. Und damals war eine Untersuchung, um so eine Gensequenz zu definieren, hat in der Größenordnung von $1 Million gekostet. Vor 5 Jahren waren es noch $100,000. Und das, was Sie jetzt sehen, ist ein Gefäß, mit dem Sie einen Abstrich an Ihrer Wangenschleimhaut machen. Das verschließen Sie, das schicken Sie ein, ich weiß nicht, wie gut man es hinten lesen kann, und dann können Sie zu ganz bestimmten Themen. Das heißt, 23andMe ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Mittlerweile können Sie Ancestry, also etwas erfahren, wo kommen Sie her? Wo sind in etwa Ihre Vorfahren her? Aus dem europäischen Raum, nicht-europäischen Raum können Sie sagen, das interessiert mich herzlich wenig, das ist vorbei. Aber dann geht es weiter sozusagen, wie schauen meine Gesundheitsrisiken aus? Und wenn man da hineinschaut, dann gibt es Möglichkeiten wie ganz spannend wird es Sweet versus Salty Preference, Laktoseintoleranz. Haben Sie ein Risiko, eine Laktoseintoleranz zu entwickeln? Diesen Test kann man natürlich auch bei einem Neugeborenen machen. Und das kostet keine Million mehr. Das kostet auch nicht $100,000 mehr. Wenn Sie sich das anschauen, je nachdem, welchen Test Sie machen, reden wir von $99. Oder von $169. Die erste Euphorie möchte ich ein bisschen bremsen an dieser Stelle. Viele Erkrankungen sind nicht monogenetisch. Das ist das, was da nicht klar herauskommt. Das funktioniert dann, wenn ein Gen alleine verantwortlich ist, dass ich eine bestimmte Erkrankung erleide. Sind es aber viele Gene, und bei manchen Erkrankungen wie bei Krebs ist es oft, dass es 36 oder mehr sind, dann kann ich das natürlich nicht so einfach machen. Aber das alleine beginnt unsere Welt zu verändern und hat sie im Zusammenhang mit dieser Frau total verändert. Sie wissen warum? Sagen Sie es mir.
Genau. Sie, bei ihr wurde ein genetischer Test gemacht. Es war schon bei ihrer Mutter so, ihre Mutter hatte schon Krebs. Und dabei ist herausgekommen, dass sie Trägerin des BRCA2-Gens ist. Und dieses Gen bedeutet bei Frauen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich Brustkrebs oder Eierstockkrebs erleide im Laufe meines Lebens, etwa 85-90% ist. Jetzt ist die Frage, Sie haben vorher alle, einige Damen hier vorne haben gesagt, ich will das alles gar nicht wissen, jetzt wird es aber spannend. Wenn meine Großmutter und meine Mutter Brustkrebs hatten, möchte ich wissen, wie hoch mein Risiko ist, ja oder nein? Wenn ich diesen Test machen lasse als Frau, was bedeutet das? Wenn ich dann da sitze mit einem Ergebnis, das mir sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 85-90% kannst du, wirst du Brustkrebs erleiden. Sie hat eine Konsequenz gezogen, Sie kennen sie. Sie hat sich beide Brüste gesund zum Zeitpunkt der Operation und auch die Eierstöcke entfernen lassen, um jedes Risiko zu vermeiden. Das hat aber unendlich viel, typisch auch Amerika, verändert, weil sie rausgegangen ist und plötzlich war diese ganze genetische Diskussion, was bedeutet das? Ich würde Sie bitten, es hier einfach stehen zu lassen, aber trotzdem, wir bewegen uns und es verändert die Dinge und was heißt das? Und wenn wir aus dem rausgehen, kommen wir in das Nächste, warum ich glaube, dass wir an einem wirklichen, unglaublichen Augenblick gemeinsam teilhaben. Das war die Geschichte, dass ich die Gene analysieren kann und ich erfahre, welches Risiko ich habe. Das, was Sie hier sehen, ist Editing Humanity. Das ist der Eingriff. Hier geht es sozusagen, wie es drunter steht, Enhancement. Es geht um das Optimieren. Sie haben Beispiele, zum Beispiel High IQ, Baldness. Zu spät für mich. Perfect Pitch. Sprinter, was auch immer. Wie kann ich durch genetische Manipulation bestimmte Fähigkeiten verändern? Kann ich das? Genau. Und das ist des Rätsels Lösung. CRISPR-Cas9 oder einfach für die Nichtmediziner genannt, die Schere. Das, was mich stolz und gleichzeitig traurig macht, zwei Frauen waren es. Die eine, Emmanuelle Charpentier, hat hier 9 Jahre in Wien gearbeitet, im Biotech Center. Und wie so manche anderen Tollen in diesem Land und in dieser Stadt, hat man sie leider gehen lassen und es verabsäumt, hier Möglichkeiten zu bieten. Ich nenne nur andere Namen, Penninger und andere. Wir sollten uns wirklich immer überlegen, zuerst investieren wir viel Geld, bauen das Ganze auf und dann fehlt manchmal noch das Herz, denken Sie an Larry Page, den nächsten großen Schritt zu machen und nicht kleinmütig zu werden. Sie hat das hier in Wien gemeinsam gemacht. Mittlerweile ist sie weg aus Wien. Ich bin sicher, dass sie dafür mit ihrer Kollegin den Nobelpreis bekommen wird. Das ist gemeinsam mit Markus Müller, dem Rektor der Medizinischen Universität. Und damit ist es gelungen. Man kann, um es ganz einfach zu sagen, diese Schere lenken und dann ganz genau an den Ort schicken im Gen. Und die ersten Therapien sind bereits erfolgt. Hier, und das ist das Nächste, wo wir nachdenklich werden sollten, alle großen Dinge passieren derzeit nicht nur im Silicon Valley, sondern in China. Das große nächste Thema ist China. Und dort wird das bereits gemacht. Und es war im Oktober vergangenen Jahres sozusagen, wo der erste Patient mit Lungenkrebs behandelt wurde. Der allererste war interessanterweise, es wissen wenige Leute, jemand ganz anderer, das war Steve Jobs von Apple. So intelligent wie dieser Mann war, hat er nämlich damals erkannt, er hat einen Bauchspeicheldrüsentumor gehabt und er kam auf die Idee und hat gesagt, ich möchte das analysieren lassen mit all den Methoden, die uns zur Verfügung stehen und dann eine für mich maßgeschneiderte Therapie machen, weil er verstanden hat, dass jeder Bauchspeicheldrüsenkrebs anders ist. 10 Menschen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, 10-mal ein anderer Tumor. Sogar innerhalb eines Tumors oft unterschiedliche Zellen. Und er hat damals gesagt, in der ihm eigenen Art, entweder bin ich der Erste, bei dem es erfolgreich ist, oder ich bin der Erste, der es in Gang setzt.
Er war nicht der Erste, bei dem es erfolgreich war, weil man zu spät begonnen hat, aber immerhin. Dieses Bild, wir sind mitten in der Therapie, die wir maßschneiden können. Wir nehmen Tumorgewebe raus, wir gehen mit der Schere hin, wir verändern es, wir entwickeln Zellen, die daher den Tumor bekämpfen können und geben die dem Patienten zurück. Und ganz gezielt wird der Tumor bekämpft und nicht, wie Sie es so kennen, fast alle von Ihnen werden bedauerlicherweise irgendjemanden kennen, der an Krebs erkrankt ist, dann eine Chemotherapie noch bekommt, die nicht maßgeschneidert ist mit all den Nebenwirkungen und nicht nur auf die Tumorzelle geht. Und das zur Erinnerung nur Barack Obama, der hat 2015 die Initiative Precision Medicine, er war ein großer Präsident, ich glaube, der fehlt den Amerikanern und uns allen, weil da waren schon ganz andere spannende Dinge, abgesehen von der Mauer. Und dann hat er 2016 bei seiner Rede zur Nation gesagt, let's do, so wie bei Google, the cancer moonshot. Nicht nur how to cure cancer, sondern in Wahrheit, wie müssen wir uns der Thematik nähern, damit Krebs ja gar nicht auftritt. Auch ein völlig neuer Ansatz. Und das, um noch ein bisschen kritisch zu werden, das ist letztens in den letzten Wochen durch die Medien gegangen, dass in China das erste Mal jemanden den Ehrenkodex auch in der Wissenschaft gebrochen hat und einfach begonnen hat, das erste Mal wirklich am humanen Gen zu manipulieren. Mittlerweile unter auch chinesische Verhältnisse unter Hausarrest. Wir werden und können schon aus Zellen sozusagen menschliche Wesen machen. Und hier auch für die österreichische Politik eine amerikanische Initiative, das National Institute of Health, das die Daten der Amerikaner sammelt und versucht aus diesen Daten, auch aus den genetischen Daten etwas zu entwickeln und weiß, dass das ohne Geld nicht geht. Jetzt ein bisschen auch zum Auflockern aus der Biologie und Biotechnologie sozusagen in die Welt, die uns allen mittlerweile im Alltag vertraut ist, sozusagen die Wearables, oder? Bewegt dich ein bisschen. Wissen Sie, wie viele Schritte wir täglich machen? Es sind lauter Schlanke und Durchtrainierte heute Abend da. Wie viele Schritte werden empfohlen, sollen wir täglich machen? 10.000. Gut. Wissen Sie, wie viele Schritte die durchschnittlichen also wie viele Meter legen die durchschnittlichen Österreicher und Österreicherinnen täglich zurück? Ich habe Sie für optimistischer gehalten. 500. Das war noch vor 15 Jahren waren es über 1 Kilometer, vor 10 Jahren waren es 800 Meter, es sind jetzt 500 Meter. Daher sollten wir über sowas nicht schmunzeln, weil viele Leute tatsächlich nicht annähernd dorthin kommen, wo sie hingehören. Glauben Sie, dass man mit dem Smartphone den Arzt ersetzen kann? Wie? Teilweise, sehr diplomatisch. Teilweise, gut. Das ist so eine Zitatensammlung aus Time Magazine und aus anderen. The smartphone will see you now, the avatar will see you now, the robot will see you now. Was alles sozusagen jetzt auf uns zukommt. Oder wie heißt es so schön? Nothing about me without me. Komplette Vermessung und manche amerikanische Autoren sagen, the rise of the smart patient. Jetzt weiß der Patient selber alles, hat selbst die Daten, ist selbst ermächtigt und kann sozusagen so vorgehen. Was Sie hier sehen, ich wollte Ihnen praktische Dinge zeigen, ist nicht mehr die Zukunft, sondern ist die Gegenwart. Das Messen vom Blutzucker auf der linken Seite, wo Sie das unter die Haut bekommen und genau wissen in jeder Sekunde, wie hoch Ihr Blutzucker ist. Durchaus sinnvoll. Ich sehe das bei meinen Patienten und Patientinnen, die Diabetiker sind, insulinpflichtig, wo man ihnen wirklich zeigen kann, dass das, was sie sich selbst erzählen, dass das alles eh immer gut ist. Ich habe auch einige Patienten, die sich zu mir zur Einstellung kommen, von denen ich weiß, dass sie nachher zu Oberla reingehen, um sich davon zu erholen. Dann kann ich ihnen aber sagen, nachher, sie waren, nachdem sie bei mir waren, irgendwo, wo der Zucker raufgegangen ist. Man kann noch ganz andere Dinge mit dem machen, das wird immer interessanter. Die Ernährung ist dabei, der Schlaf ist dabei, die Achtsamkeit ist dabei, ganz neue Dinge. Es gibt sozusagen hochintelligente Windeln, die nicht nur sagen, ich bin nass, sondern, oder du solltest mich jetzt wechseln, auch das gibt es schon, sondern wirklich auch Harnanalysen machen können, sodass man sieht, ob einige mögliche Erkrankungen da sind. Für Patienten mit einem Bluthochdruck, dass man sofort sieht, wie der Blutdruck ist. Man muss jetzt nicht mehr ein großes Gerät haben, man hat keine Ausrede mehr mit der großen Manschette. Das ist alles schon da.
Das ist jetzt auch rausgekommen, dass man das EKG haben kann, dass wenn Menschen die Rhythmusstörungen haben, dass sozusagen über die Armbanduhr möglich ist. Und das Ganze wird noch spannender werden mit Patienten, die chronische Erkrankungen haben. Und dann ist der nächste Punkt für mich die Frage sozusagen, wie wird dann die Interaktion Arzt-Patient werden? Hier nur einige Beispiele für Sie. Wie klein, das ist ein Ultraschallgerät, mit dem man Herzultraschall machen kann. Und jetzt nehme ich Sie ganz kurz auf eine Reise mit, dann wird man sich sagen, ja, aber mein Arzt und ich bin in Wien, da ist doch eh alles so einfach. Denken Sie an Gegenden, wo es keinen Arzt gibt. Denken Sie an Regionen wie Afrika, wo man mit kleinsten solchen Devices das machen kann, braucht keine Expertise, es ist dort eine ausgebildete Krankenschwester, die so ein Gerät hat, die hält das hin, fährt drüber und es sitzt irgendjemand tausende Kilometer entfernt und kann das beurteilen und sagt, das ist auffällig, das ist nicht auffällig, das ist in Ordnung, da braucht es einen Spitalsbesuch oder irgendeinen Aufenthalt. Wir bewegen uns in eine völlig neue Welt, wirklich. Also diese ganze Telemedizin und Remote wird sozusagen die Zukunft sein. Ganz einfache Dinge für ältere Patienten oder für Jüngere auch. Bei Ihnen, manche kommen dann immer und sagen, ich habe da die kleine rote und die gelbe blaue nehme ich immer. Und ich sitze dann immer dort und sage, danke, es ist alles sehr bunt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was Sie nehmen. Ja, wieso? Das ist die rote ist die lange und die gelbe ist die kleine runde. Sie können hier alle Medikamente, alle Tabletten identifizieren über die App und sehen sofort, das ist die Herztablette, das ist was anderes. Lungenfunktion mit dem Smartphone machen für Asthmatiker, die in der Früh aufstehen, die in der Nacht Atemprobleme gehabt haben, die dann die Atemkurve sehen. Sie sehen dann hier, wie ist der Verlauf, muss sich die Therapie ändern oder muss ich sie nicht ändern? Das wird geschickt an den Arzt, der Arzt sieht drauf, sagt, das passt, Sie brauchen nicht zusätzlich noch einen Spray dazu nehmen. Hier andere Beispiele, Gewichtskontrolle, Nahrungsmittelzusammensetzung oder das. Und das erlebe ich teilweise bei mir schon, dass man eigentlich bei der Visite am Smartphone sämtliche Befunde des Patienten abrufen kann. Kann draufdrücken, kann sagen, wie ist das Labor, wie ist der Blutzucker gewesen, wie war die Nierenfunktion, bis hin, wenn Sie nach rechts schauen, das Lungenröntgen, das vor genau 25 Minuten geschossen wurde. Lunge frei. Kein Hinweis auf eine Lungenentzündung. Alles geht sozusagen über das Smartphone. Da gibt es noch immer den Arzt, da gibt es immer noch die App, aber dann gibt es ja sozusagen die andere Möglichkeit, wie kann man sozusagen mit Avataren oder mit anderen auch Medizin machen? Glauben Sie, geht das? Genau so ist die Antwort. Die Antwort ist, ja, es geht. Und es geht in eine Reihe von wirklich unglaublichen Dingen, wo man das in Studien bereits überprüft hat. Menschen mit Schlafstörungen, genauso Menschen, die Verhaltensauffälligkeiten haben, Menschen mit Depressionen, wo man das machen kann. Und jetzt wird es noch interessanter, Daten aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass es eine Patientengruppe gibt, die durchaus dem so offen gegenüber ist, dass sie sagt, sie braucht eigentlich hier keinen direkten Arztkontakt. Das ist für sie so in Ordnung und ausreichend. Wir, ich setze das voraus heute Abend, wollen noch mit jemandem sprechen, wollen noch jemanden anschauen, aber das gibt es und das funktioniert und eine bestimmte Menschengruppe sagt, das passt für mich, das ist in Ordnung, ich muss nicht in die Ordination gehen und ich muss auch dem Arzt nicht gegenüber sitzen. Natürlich bei verschiedenen Problemen kann man diese jetzt Übungen machen, hier zum Beispiel mit den Extremitäten, wenn mir etwas fehlt. Oder aber, Sie sehen das hier, Turnen im Altersheim oder ältere Menschen, sozusagen gibt es hier auch schon Möglichkeiten, etwas auch zu machen. Das alles findet statt. Das alles findet statt. Und das, was Sie hier sehen, ich weiß nicht, ist jemand hier aus der pharmazeutischen Industrie? Meiner Meinung nach wird sich die Pharmaindustrie völlig verändern. Einige von denen wissen das, einige wissen es noch nicht. Denn in Zukunft wird Amazon, Google, Apple und Microsoft sagen, wo es lang geht und nicht Pfizer und Lilly.
weil die Studien sich verändern werden, weil auch das Geld entsprechend investiert wurde. Nur zwei Zahlen für Sie. Alphabet hat vor 2 Jahren etwa 15 Milliarden nur in die reine Medizinforschung hineingesteckt. Amazon 16 Milliarden. Das sind Summen, die Sie teilweise bei der Pharmaindustrie gar nicht mehr finden, dass die das überhaupt nicht mehr investieren können. Und das neue Denken, das auch in der Pharmaindustrie stattfindet, ist Volume to Value. Was heißt das? Wenn Sie heute einen Blockbuster haben, ein Medikament, das den Blutdruck senkt, ein Medikament, das das Cholesterin senkt, bekommen wir alle, oder Sie, wenn Sie zu mir in die Ordination kommen, werde ich versuchen, so individuell als möglich zu Ihnen zu sein. Und trotzdem gibt es 3 oder 4 Präparate. Und ich sage zu Ihnen, jetzt müssen wir das erste ausprobieren. Das Wort ist schon kein nettes Wort, wenn man etwas bekommt, ein Medikament ausprobieren. Aber ich weiß ja nicht, ob Sie ansprechen werden. In Zukunft wird es so sein, dass man voraussagen wird können, dass Sie auf diesen Blutdrucksenker ansprechen, aufgrund der genetischen Sequenz, und Sie sicher nicht. Das wäre ein Fehler, wenn ich Ihnen beiden den gleichen im Augenblick Nummer 1 Blutdrucksenker gebe. Und in der Onkologie, wo das große Geld ist und manche Behandlungen im Augenblick eine 500.000 Euro kosten, bei Krebs, 500.000, geht das Denken dahin, okay, das klingt sehr viel, aber wir verrechnen euch das nur dann, wenn es erfolgreich ist, aber wenn es erfolgreich ist, seid ihr geheilt. Ein völliges Umdenken, was da gerade passiert, und ich denke mir, das hat auch etwas mit dem Big Data, mit allem zu tun. Außerdem Charlie Pall, weiß jemand, was das ist? Steht eh dort, wenn man liest. Genau, Verily, wieder Alphabet. Verily ist eine Gruppe von Google, und diese Uhr gibt es nicht zu kaufen. Diese Uhr ist draußen, und das ist eine unglaubliche Studie. 10.000 Menschen sind in einem Studienprojekt von 2017 bis 2021 5 Jahre. Jeden Tag, jede Minute wird von diesen 10.000 Menschen werden alle Daten gesammelt. Einmal in der Woche gehen sie ins Spital, bekommen den MR, den CT, den Ultraschall, die Blutabnahme, alles wird kombiniert. Wie es ihnen geht, ihr psychisches Befinden. Und das zusammen mit 2 Top-Universitäten in den USA. Und man kann es einfach so übersetzen, das ist wie Google Maps. Das ist das Kartografieren des menschlichen Körpers. Und die wollen, das ist die Aufgabenstellung dieses Projektes, definieren, was ist Gesundheit. Ich glaube nicht, dass die Antwort kommen wird, was Gesundheit ist, aber es wird unglaublich sein, was diese Daten herausfordern. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen weiter wandern. Sie kennen Spitäler, Sie wissen, wie Spitäler ausschauen. So schaut ein Spital in den USA jetzt aus. Und so werden in Zukunft viele aussehen. Oder es werden Hubs sein und keine Spitäler mehr. Das ist nämlich ein Spital, das kein einziges Bett hat. Alles ist online, alles ist remote oder alles ist noch ambulant, aber völlig anders. Und es gibt diese, die sind da draußen. Oder wenn man so weitergeht, war die Frage, wie schaut das sozusagen das Spitalszimmer aus der Zukunft, wie rechts, alles wird vermessen. Oder, wenn man ganz provokant ist, ist das Spitalzimmer der Zukunft, es gibt keines mehr, außer für Operationen. Weil alles außerhalb eines derzeitigen Begriffes eines Spitals stattfinden kann. Ein kurzer Augenblick des Innehaltens. Viel Euphorie, total Spannendes, was ich Ihnen erzähle. Aber es verändert unser Leben, es verändert auch die Interaktion zwischen Patienten, Ärzten, Kranken, Gesunden. In der Bioethikkommission beschäftigen wir uns damit. Und es ist keine einfache Diskussion, was bedeutet das? Was ist ärztliches Handeln? Was ist ärztliche Kommunikation? Wie geht man mit Patienten um? Das ist auch etwas, was gerade so daneben läuft und überrollt wird von all diesen technischen Entwicklungen. Die nächste Welt, die ich Ihnen zeigen möchte, Big Data. Das sind Folien, die ich von Professor Turner bekommen habe
Wissenschaftler des Jahres 2017. Derzeit versucht gerade auch hier das Max-Planck-Institut ihm abzuwerben und bietet ihm Möglichkeiten, die weder das Bundesministerium noch die Stadt Wien in der Lage sind oder bereit sind, ihm zu bieten. Und ich hoffe, dass er trotzdem, weil er Wien liebt, bleibt. Aber wenn man ein toller Forscher ist, dann braucht man Geld und braucht Voraussetzungen und Leute, die miteinander forschen, weil sonst nur die Liebe zu Wien wird nicht reichen. Was will ich Ihnen hier schnell zeigen? 8 Millionen Österreicher, 100 Millionen Patientenkontakte, 2 Millionen Spitalsaufenthalte, 12.000 Gesundheitsdienstleister, 6.000 Krankheiten, Spitäler etc. Ja, und was bedeutet das? Bis vor kurzem gar nichts, weil Sie damit nichts anfangen konnten. Aber das ist sozusagen die neue Entwicklung, nämlich Public Health und Population Health. Jetzt ein einfaches Beispiel. Ich nehme zwei Datensätze und nehme den Datensatz Bauchspeicheldrüsenkrebs grün verglichen mit dem Datensatz Diabetiker. Dann gibt es eine Schnittmenge, das heißt offensichtlich haben Diabetiker ein höheres Risiko, am Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken. War noch keine schwere Übung. Und um es kurz zu machen, zeige ich Ihnen hier eine 40-jährige Frau, die Diabetikerin ist, weil wir alle Daten von allen haben und plötzlich ganz andere Dinge voraussagen können aufgrund dieser Daten. Nämlich, nehmen Sie ein Beispiel, das man auch so erst entdeckt hat, dass Diabetiker häufiger Depressionen haben als Nicht-Diabetiker. Das heißt, Sie können plötzlich, Sie sehen auch Bluthochdruck, hohe Blutfette und andere Dinge, Vernetzungen darstellen und das kann man in vielen Bereichen machen und hat ein völlig anderes Verständnis auch über Komorbiditäten und können dann für das Land voraussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird in welchem Bezirk Österreichs, zu welchem Zeitpunkt, welche Bevölkerungsgruppe mit welchen Erkrankungen gehäuft auftreten. Das ist aber auch Gesundheitspolitik. Weil ich kann ja ganz früh beginnen zu agieren und zu sagen, klar, wenn das in 2 bis 3 Jahren dort im Westen, dort und dort auftritt oder im Burgenland, ist die Verteilung ein bisschen anders, weil dort ist das so, Punkte, Punkte, Punkte. Gehen Sie mit mir auf diese Reise und kann diese Korrelationen herstellen und da auch entsprechende Vorhersagen treffen und auch Maßnahmen. Langsam dem Ende zukommend, schaue ich mit Ihnen noch ein bisschen mehr in die Zukunft. Auch das, oder, vom Profil gewählt, der Roboter ist Mensch des Jahres gewesen, 2018. Das ist nie gut bei meinen Kollegen angekommen, das mit der Prüfung. Hier noch einige Beispiele, eine Linse, die den Zucker misst und sich selbst die Schärfe einstellen kann. Dinge, die man implantieren kann bei Patienten mit Parkinson oder Alzheimer, wo es die ersten Versuche gibt, wo man Impulse ins Gehirn setzen kann. Das kennen Sie auch schon, 3D. Wenn wir immer davon reden, wer wird die Möglichkeit haben. Wir wissen heute auf dem Weg hierher, habe ich im Ö1 Abendjournal gehört, dass Arm und Reich sich sozusagen noch weiter auseinandertrennen, Daten, die es gibt. Also wer kann sich dann solche Hilfsmittel leisten? Mit 3D wird es für alle möglich sein. Was hat das jetzt mit den Diagnosen zu tun? Nur Bilder für Sie. So schaut heute bereits ein OP-Saal in München aus. So arbeiten Ärzte völlig anders, als es sagen, üblich ist. Nicht jedes Gemeindespital bitte in Österreich schaut so aus, damit Sie nicht einen Druck machen, wenn Sie das nächste Mal hinkommen und sagen, der Merin hat was gezeigt, das schaut anders aus als bei Ihnen. Bilder, die man machen kann, Gefäße darstellen während der Operation, Magnetresonanz, teilweise Operationen mit dem iPad, wo Sie genau sehen, wo der Tumor sitzt und Gefäße visualisieren können als Chirurg, die Sie gar nicht mit dem Auge sehen, sodass Sie wissen, wie und wo Sie hineinschneiden. Oder noch einmal Operationen auch vom amerikanischen Militär, dass Sie Operationen durchführen, ohne eigentlich vor Ort zu sein.
Auch das gibt es schon unglaublich, sozusagen der Operateur ist anders als der Betroffene. Und hier noch einmal, weil viele von Ihnen kennen das oder diese Publikation in Science, das mit Machine Learning ist bekannt. In der Medizin entwickelt sich das gerade und Deep Learning wird immer mehr im Fokus. Eine Maschine, die ja, jetzt im Schach gewonnen hat, eine Maschine, die im Go gewonnen hat, eine Maschine, die das alles kann. Viele waren entspannt und haben gesagt, na, immerhin hat das 50 Jahre gedauert, bis das so weit war. Wir haben das früher erwartet. Aber da tut sich ein bisschen mehr. Sie sehen da rechts einige Bilder und ich darf Ihnen da etwas zeigen. Sebastian Thrun, ein Deutscher, der bei Google arbeitet, eine Silicon-Legende, war betroffen, dass in seiner Familie eine Vielzahl von Menschen den bösartigen Hautkrebs Melanom hatte. Er war auch derjenige, der das Google X Lab geleitet hat, dass er den Anspruch hat, sozusagen nur Dinge zu machen, die unmöglich sind und nicht möglich sind. Und durch diese familiäre Betroffenheit hat er das entwickelt. Und was Sie hier sehen, ist auch in Nature, das ist für uns in der Medizin das Journal schlechthin, wo Nature und Science, wo jeder einmal publiziert haben möchte, ist fast wie ein Nobelpreis, eine Auszeichnung. Und was die zeigen konnten im Vergleich zu den 21 Top-Dermatologen in den Vereinigten Staaten, war diese App genauso gut, schneller. Und jetzt sind wir wieder dort, nur zum Nachdenken. Ich brauche den Arzt nicht, ich kann mir das selber draufhalten, ich kann den Vergleich machen, ich will Ihnen nur Food for Thoughts geben. Ja, wir können dann gern darüber diskutieren, über Vor- und Nachteile. Aber das ist da und funktioniert und die Diagnose hat die Qualität der 21 Top-Dermatologen Amerikas gehabt. Was Sie hier links sehen, ist ein histologischer Schnitt eines Lungentumors mit verschiedenen Bildern. Und das ist Artificial Intelligence, die da genau differenzieren konnte, welche sind die Tumorzellen und sogar differenzieren konnte, dass es zwei verschiedene Arten von Tumorzellen in diesem Gewebe gibt. Besser als die meisten Pathologen, denen man das gezeigt hat. Netzwerkmedizin möchte ich Ihnen erzählen. Es gibt etwas Unglaubliches bei uns hier. Wir sind so vielschichtig, wir sind nicht nur ein Genom und am CEM, am Center for Molecular Medicine, der Akademie der Wissenschaften und an der Medizinischen Universität gibt es eine Gruppe von ganz, ganz faszinierenden jungen Leuten, die beschäftigen sich mit einem völlig neuen Gebiet, das heißt Netzwerkmedizin. Das, was für mich so faszinierend war, wie ich die kennengelernt habe, die Gruppe besteht aus 10 Leuten, sind alle so zwischen 30 und 45, super gescheit, super gescheite Leute. Und wie viele Ärzte waren bei den 10 dabei? Bravo. Ein Arzt. Das andere waren Biologen, Informatiker, Bioinformatiker, Physiker. Und weil wir hier sind, eine Künstlerin. Das ist Netzwerk und das ist Forschung von heute und von morgen. Ganz was anderes, nicht so, wie wir es uns früher vorgestellt haben. Sie erinnern sich alle noch sozusagen an Star Trek oder an Matrix, einem Kultfilm. Da haben wir diese Bilder gesehen und haben sie immer gedacht, gut, super, toller Film, tolle Bilder, hat mit uns nichts zu tun. Das ist real. Das findet am CEM statt, was Sie hier sehen. So beginnen die und arbeiten sie jetzt schon in Wien. Das ist nicht Matrix, das ist nicht Steven Spielberg, das ist wirklich so, wird derzeit bereits geforscht. Das, was hier versucht wird, was spannend ist, wenn Sie medizinische Daten bekommen, bekommen Sie sie analog, bekommen Sie Tabellen. Und hier geht es um die Umwandlung von Daten ins Dreidimensionale und das geht noch viel weiter. Die Gruppe arbeitet sozusagen an anderen Möglichkeiten, wie man das visualisieren kann und hier auch sozusagen, wie kann ich Daten, die sonst eigentlich zweidimensional sind, völlig neu machen. Das ist alles experimentell, das hat noch keine sozusagen Krankheit oder was dahinter, aber es zeigt Ihnen nur, was gerade geschieht. Das ist das, was sozusagen in der Forschung gerade stattfindet und auch in Wien. Und ich wiederhole es, weil viele von Ihnen sind Menschen, die nicht ohne Einfluss sind. Wir müssen schauen, dass wenn es solche tollen jungen Forscher in dieser Stadt gibt, dass sie uns nicht verloren gehen.
Viele von Ihnen kennen auch Ray Kurzweil und seinen Roman oder sein Buch Singularity, wie er das geschrieben hat. Da hat man auch immer den Kopf geschüttelt, oder? Und das hat gedacht, das ist Stephen King oder das wird nie eintreten. Mittlerweile, wenn man sich das anschaut, Time Magazine ist schon im Bereich des Avatars und so kann man sich es auch vorstellen, Posthumans in 30 Jahren, wenn ich Sie ein bisschen provozieren will. Wohin geht die Reise mit den Avataren? Ganz knapp, was mir noch wichtig war zum Abschluss, was tut sich von 18 auf 19? Ich glaube, im Gesundheitswesen braucht es dieses abgenutzte Wort der Disruption. Wir müssen alles neu denken, alles. Telehealth, Wellness-Programs, Home-Monitoring, alles. Wir sind an einem Augenblick, wo wir mit der Art, wie wir denken und an die Dinge herangehen, nicht weiterkommen werden und weiterkommen. Wohin rollt der Apfel? Sie wissen, dass es einen dramatischen Kursverfall gegeben hat bei Apple vor kurzem. Und dann gab es ein Interview, das geführt wurde mit dem Tim Cook. Und dann hat man ihn gefragt, wie glaubt er, sozusagen dem begegnen zu können. Und Apple war doch nicht mehr so innovativ. Und wohin geht die Reise? Und er hat gesagt, mehr als 20% der Staatsausgaben in den Vereinigten Staaten gehen in das Gesundheitssystem. Und seine Analyse war weiters, dass es eigentlich kein Land gibt, bei dem die Ausgaben für Gesundheit nicht an erster oder zweiter Stelle stehen. Ergo wird Apple 2019 und 2020 ganz massiv in dieses Gebiet hineingehen und hat auch, das war seine Ankündigung, natürlich auch in Richtung der Börse, dass sie eine Reihe von Features haben, mit denen sie rauskommen. Vielleicht auch für Sie interessant. Mich hat diese Meldung sozusagen sehr beeindruckt, als die drei Herren hinausgegangen sind. Sie wissen, wer hinter Berkshire Hathaway steht? Warren Buffett. Amazon, Jeff Bezos, die drei haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt sozusagen, wir werden das amerikanische Gesundheitssystem revolutionieren, weil sie auch dort sehen, was für ein ökonomisches Potenzial ist, nicht weil es gute Menschen sind. Da ist eine andere, eine rein ökonomische Begründung dahinter. Und die drei haben sich zusammengeschlossen, aber stellen sich vor, was für eine Power das ist, diese drei zusammen und was für ein Geldeinsatz möglich ist, wenn die das machen. Und das Spannende für mich war, in einem Interview hat der Jeff Bezos auch gesagt, sozusagen, der Kunde will eigentlich nur haben, to be everything you can get. Und es ist bei einer Analyse von Amazon so gewesen, dass 60% der Amazon-Kunden, die befragt wurden, gesagt haben, ihre Erwartung im Retail ist, dass Gesundheit genauso funktioniert wie alle anderen Produkte auf Amazon. Das heißt, nur 40% haben höhere oder andere Ansprüche gehabt. Das bedeutet aber für mich im Umkehrschluss, dass sie mit dieser Strategie sozusagen make it easy for the customer auch im Gesundheitsbereich, weil sie das Verständnis haben, durchaus Chancen haben, erfolgreich zu sein. Zum Abschluss, das ist Eric Topol, das ist der Guru in den Vereinigten Staaten im digitalen Bereich. Spannend, sein Buch kommt jetzt im März heraus, aber ich würde gerne das so hier stehen lassen. Jetzt lässt sich die Zukunft noch mitgestalten, aber bevor sie wieder gestaltet wird von wenigen, gilt es sozusagen daran zu denken, dass wir sie auch mitgestalten können und es vielleicht Entwicklungen gibt, die wir nicht wollen. Nur dazu müssen wir aktiv werden, weil sonst fährt der Zug raus, wie er schon hinausgefahren ist mit der Suchmaschine und mit anderen Dingen und Europa völlig den Anschluss verloren hat und jetzt an die USA und an China. Und ich möchte mich für die Einladung bedanken bei Ihnen allen, möchte auch sagen, dass es in der Stadt Wien eine Reihe von ganz spannenden Projekten gibt. Und wenn ich mir eine Mini-Kritik erlauben darf, als Gast sollte man vorsichtig sein, dass es oft nicht gelingt, tolle Dinge, die es gibt, hier entsprechend zu kommunizieren, weil da ist wirklich einiges da, von dem wenige wissen, was da geschieht. Und es schade ist, dass das nicht bewusst ist, was hier alles Tolles in dieser Stadt geschieht. Ich war über 30 Minuten. Also war die lange Einleitung, die mich so nach hinten geschoben hat. Vielen, vielen Dank. Und zu Cape 10 sage ich jetzt gar nichts, weil wir schon so über der Zeit sind. Vielen Dank.